Grüß euch, da ist die Nathalie von Seelenheil. Ja, ich möchte euch heute ein Video geben oder drehen, einfach wieder über das Leben. Ja, ich spreche gern über das Leben, ich beobachte gern das Leben. Ich kann es jetzt mittlerweile beobachten, lass mich nicht mehr da in so eine Emotionsspirale reinziehen. Und was mir jetzt auffällt, generell, wenn du in schwierigen Situationen bist, ja, wie ich teilweise jetzt auch gerade bin, wo du nicht weißt, wie lange wohnst du noch da, wo musst du hin, wann musst du weg, ne? Durch diese ganze Scheidungsgeschichte, die bei mir da ja am Laufen ist, ist so viel im Unklaren. Ne? Wo habe ich dann meine Praxis oder kann ich sie noch Zeit behalten und so weiter und so fort. Hat man halt Gedankenkarussell. Ja, man lebt ja auch davon und es ist halt immer wieder eine ungute Situation, wenn sich was verändert in dieser Beziehung. Ja, und ich habe wirklich gelernt, da drüber zu stehen und zu sagen, es komme, wie es kommen soll. Ja, natürlich tut man sein Möglichstes und tut und schaut und erkundigt sich, was ist möglich, was kann man machen. Aber im Prinzip kannst du das Ganze nur wirklich da, also ich übergebe es mir da oben hinauf und sage zu meinen Chefs, ne, da oben in der geistigen Welt, bitte, ich hätte es gern so und so, bitte helft mir dabei und erledigt ihr das. Ja. Und du brauchst es dann eigentlich nur mehr zurücklehnen, schon tun, dieses, jenes, was eben so zu tun ist, aber im Prinzip brauchst dich nur zurücklehnen und es wird geholfen. Ja. Das habe ich jetzt so oft beobachten dürfen. Ja, ich hatte jetzt eine Zeit, wo ich mal gedacht habe, oh, wie soll das weitergehen? Ne? Ich fühle mich selbst irgendwie so zerrissen gerade. Ja, weiß eigentlich noch gar nicht, wo ich hingehöre. Fühle mich wie ein Nomade. Finde auch jetzt nichts Ordentliches, wo ich hinziehen kann im Moment. Und so weiter und so fort. In einer Mietwohnung kannst du wieder nicht arbeiten, darfst kein Gewerbe anmelden, Eigentumswohnung ist keine passende verfügbar und so weiter, aus dem Haus musst du raus. Also es ist nicht so einfach. Ich habe es dann einfach nach oben abgegeben und ja, und siehe da, es läuft. Ja, ich habe zwar jetzt noch nicht wirklich eine Wohnung gefunden, die passt, aber es rührt sich was von der Arbeit her, es tut sich da was auf, es kommen neue Ideen, andere Dinge, die ich jetzt machen möchte. Von dem her ist wirklich viel los und so rückt eigentlich dieses wo wohne ich oder wo gehe ich hin, so in den Hintergrund, weil ich so beschäftigt bin mit meinen Ideen, die kommen, ja, die habe ich ja immer wieder. Da wird der Kopf schön frei und ja. Und da ergibt dann das eine das andere. Ne? Es geht dann Hand in Hand. Und irgendwann wird es auch so sein, dass ich weiß, wo ich hingehöre oder wo ich hin kann, wo es auch für mich passt, wo es vom energetischen Arbeiten her passt. Und ich vertraue da einfach. Ja? Und es fragen mich immer viele, wenn die in so einer Gedankenspirale sind oder von Emotionen gesteuert. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt. Den möchte ich ja auch noch tiefergehender behandeln. Diese Emotionen, die steuern ja das ganze Leben. Ja. Und von diesen Emotionen lässt man sich ja so im Griff halten. Und leider sind diese Emotionen meist nicht so positiv und die ziehen dann meistens nach unten. Und ja, darum möchte ich über das Thema auch mal sprechen und mich da ein bisschen näher noch einlesen, was man da eben dagegen tun kann. Man kann da auch viel mit Mentaltraining machen, ja, mit Visualisieren und so weiter und so fort. Es geht dann immer nur ums Tun, ja. So, und jetzt habe ich voll den Faden verloren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich war. Ich wollte irgendwas jetzt sagen, ne? Ja, aber im Prinzip ist es so, genau, der Zeitdruck. Man soll den Zeitdruck rausnehmen. Ja, ich werde immer wieder gefragt, was kann ich machen, was kann ich tun. Ja, ich drehe am Rad, ich weiß nicht mehr wie, ich weiß nicht mehr weiter. Fahr mal ein paar Gänge runter, atme durch, ja, dreh dich mal auf die Seite,
Atme einfach durch und lass mal ein paar Minuten gut sein. Ja? Du spürst dann, wie du wieder in deine Mitte kommst, langsam. Lass das Außen mal weg. Ja? Und du wirst dann strukturierter. Du kannst dann wieder klar denken. Wenn du in so einem emotionsgesteuerten Chaos bist, kannst nicht klar denken. Ja? Da kannst rennt diese Gedankenspirale, es bringt nichts, weil da kommt kein klarer Gedanke raus und keine Lösung. Ja? Darum einfach mal wegdrehen, durchatmen, runter vom Gas und mal gut sein lassen für ein paar Minuten und den Zeitdruck rausnehmen. Ja? Das ist auch ganz wichtig. Nehmt den Zeitdruck raus. Ja? Das ist ein Problem von uns Menschen, diese Ungeduld. Das hat fast da jeder. Ja? Fast jeder Mensch ist ungeduldig. Also alle, die ich bis jetzt da kennengelernt habe, haben ein Problem mit der Ungeduld. Ja, klar, unsere Zeit läuft. Ne? Unsere Zeit läuft, wir haben nicht ewig Zeit in dieser Inkarnation, irgendwann ist es aus. Klar wird man dann ungeduldig, aber es bringt nichts, da einen Druck drauf zu projizieren, weil wenn du Zeitdruck machst, so wie es das Wort schon sagt, ist ein Druck. Und wenn ein Druck ist, geht nichts weiter. Ja, weil du drückst gegen mit diesen Gedanken. Wenn du wiederum loslässt und sagst, okay, ich lasse einfach mal fließen, es komme so, wie es kommen soll, und ich vertraue da jetzt einfach, dass das Leben es mit mir gut meint, und du nimmst diese Dinge, die dir dann vom Leben am Silbertablett serviert werden, an, dann kann eigentlich gar nichts schief gehen. Ja, wichtig ist raus aus diesem negativen Gedankenchaos, auch wenn es wirklich, es sind oft schwierige Entscheidungen oder oft wirklich um was, um da, worum es was geht. Ne? Also wirklich, keine Ahnung, Dinge, wo man wirklich sagt, das ist kein Kindergartentheater mehr, da geht es um was. Trotzdem, es bringt nichts. Raus aus dieser Gedankenspirale, durchatmen, runter vom Gas, mal gut sein lassen, mal abwarten. Und ich habe bemerkt, die Zeit macht's. Ja, ich habe es auch jetzt bemerkt, da in meiner Situation einfach mal die Zeit fließen lassen. Gar nicht immer wieder auf Dinge eingehen, einfach mal lassen, warten, abwarten. Und dann regelt sich's zum Teil. Ja. Und immer auch schauen, schon zu sich stehen, aber auch mit Respekt, ja, den Wind rausnehmen aus den Segeln. Und dann kann es fließen und dann wird es auch gut und dann wird es auch für alle gut. So wie es gut sein soll. Gut, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder was wissen wollt, gerne in den Kommentaren. Wenn ihr zu meiner Arbeit was wissen wollt, ihr wisst, meine Homepage ist unten verlinkt, www.natalie-rauchberger.at. Wenn ihr Fragen zu diesen Soulwalkings habt oder anderen Dingen, schreibt mich gerne an. Und ich melde mich sofort zurück. Sobald ich Zeit habe, beantworte ich eure Fragen. Okay, dann wünsche ich euch noch was. Alles Liebe.